Der neue Rasen macht Probleme. Nee, die ist doch nicht so lang wie das ganze Stück. Mein Gott, das ist doch. Der neue Rasen ist zu kurz. Ja, hier müssen wir, dann kommt dann hier rein, auch das Stück. Dauercamper im Dauereinsatz, der etwas andere Urlaub. Hier treffen sich Anfänger und Profis, die seit Jahren dabei sind und doch niemals fertig werden. Das ist das erste Vorzelt. Und das ist dieser Winkel hier ist das zweite Vorzelt. Und das ist einfach an diesem ersten Vorzelt dran gemacht. Die Grafinsel bei Wesel, Deutschlands größter Campingplatz. 2000 Dauerstellplätze, eine eigene kleine deutsche Campingwelt. Wer campt, muss damit rechnen, dass man eben halt Mithörer hat. Es ist nicht so wie zu Hause. Oder auch selbst wenn man im Vorzelt flüstert, der Nachbar kriegt's mit. Der Platzwart führt einen ständigen Kampf gegen zu laute Musik. Gebt es auf, ihr habt es noch nicht geschafft, das kleine Zelt auszubeulen. Beulen sind wir noch mal drin. Reinhalten, halt die Beste mal flach. Ja, Ordnung muss sein. Ein ungeschriebenes Gesetz lautet, du sollst deine Hecke ehren und scheren. Alfred Weinberger, Möbelverkäufer aus Oberhausen, Fan des Fußballclubs Schalke 04, hat zwei wertvolle Graupapageien. Die trainiert er ganz im Geiste seines Lieblingsvereins. Lucky, sag mal, Schalke, Tor. Schalke, Tor. Schalke, Tor. Ja, und so können die ganz viel sagen. Die singen auch Blau und Weiß, ne? Ja. Das Lied von Schalke. Bei der WM hat er 54, 90, 2006 richtig klar gesungen, ne? Das war denn sein Lieblingslied da. Nebenan im Nachbarsgarten Klaus Holinski, Bergmann in Rente, ein Perfektionist. So. Sie haben auch alles hier selber gebaut, ne? Ja. So ziemlich. Oh. Ja, fast alles. Muss man das selber alles machen können? Ich meine, sonst wird es kostspielig, oder? Ja. Oder ist das auch ein Ehrgeiz? Ehrgeiz, man will sich nicht behaupten, aber beweisen. Man will auch sehen, was man geschaffen hat. Ne? Klappt's oder klappt's nicht. Und das Schöne ist ja, wenn es fertig ist, das hast du gut gemacht. Das ist bei allen Dauercampern so, ja. Oder? Jeder ist ja über seine eigene Arbeit, die er gemacht hat oder verrichtet hat, stolz. Ne? Ist er so. Dann sagt man immer, Frau, guck mal, irgendwie hast du es geschafft. Urlaub, das ist für Dauercamper vor allem Arbeit. Selber reparieren spart zudem viel Geld. Camping in Deutschland hat Konjunktur. Auslandsreisen sind zu teuer geworden. Die Parzellen sind zwischen 100 und 300 Quadratmeter groß, kosten pro Jahr zwischen 600 und 1300 Euro Pacht. Für eine Familie sei das geradezu eine Investition in die Zukunft, sagt Alfred Weinberger. Aber wie gesagt, vom Urlaub 5000 Euro, da bleiben ein paar Fotos über, die kannst du irgendwann mal auf dem PC gucken, aber das bleibt hier, ne? Ist dann schon ein Unterschied, ne? Verliert also eigentlich auch nicht an Wert, gewinnt ihm zu, ne? Ist dann natürlich auch ein Vorteil. Und später mal, wenn wir Rente haben, dann hierhin ziehen, komplett. Ja? Ja. Das Häuschen der Holinskis gleich nebenan. Im Lauf der Jahre hat sich ein Wohnwagen in einen Prachtbau verwandelt. Anita Holinski, Dauercamperin seit 12 Jahren. Ihr Mann Klaus hat rund um den Wohnwagen eine kleine Wohnwelt gebaut. So, wie Anita es gern hat. Und dann hatten wir die Idee, noch anzubauen, noch ein festes Vorzelt. Haben dann dieses alte Vorzelt hier geöffnet, sodass wir hier diesen Durchgang haben. Dadurch ist diese ganze Sache ja vergrößert worden. Und wir haben also dadurch diesen Platz gewonnen und haben hier nochmal separat ein kleines Wohnzimmer. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Also das ist das Vorzelt vom Vorzelt jetzt, wo Sie ja, sind. Ja, das ist das erste Vorzelt. Und das ist dieser Winkel hier ist das zweite Vorzelt. Und das ist einfach an diesem ersten Vorzelt dran gemacht. Die Grafinsel ist nur durch einen Deich vom Rhein getrennt. Im Sommer leben hier gut 10.000 Camper. Deichpromenade Nummer 17. Eine Fuhre Muttererde für den Traum vom Camperglück. An dieser Stelle will der Altenpfleger Hans-Bernd Gottschling Dauercamper werden. Hat für sich und seine Familie diese Parzelle neu gepachtet.
Die Erde für den Garten gibt es kostenlos vom Campingplatzbetreiber. Aber das ist Campingurlaub. Campingurlaub, man kann, braucht keine guten Sachen anziehen. Man kann ein bisschen schnüsselig rumlaufen. Das kann man im Hotel weniger. Nur mit Badehose oder Hose, lange Hose, Hemd zum Essen. Ich weiß nicht. Ist zwar ab und zu mal schön und gut, aber das ist zu teuer geworden alles. Soll ich dir noch irgendwas helfen? Gleich, jetzt nicht. Jetzt noch nicht, gut. Sandra, seine Frau. Das mit der Parzelle war vor allem ihre Idee. Wenn schon Camping, dann richtig. Ja, sieht doch gut aus. Es wird noch Wochen und Monate dauern, bis alles fertig ist. Man kann nicht alles auf einmal, kostet alles Geld. Muss man erst mal gucken, erst das eine, dann das andere. Mir war das hier vorne, das war mir sehr wichtig. So für den Sommer habe ich gesagt, dass man da sitzen kann. Doch, das war mir wichtig. Und dann halt, die anderen Sachen kommen dann hinterher, nach und nach. Dann ist das schon okay, doch. Aber so fühle ich mich hier wohl. Ist schon okay hier. Ist ein schöner Platz. Viel Arbeit, wenig Geld. Aber sie lassen sich nicht entmutigen. Der Weg zur Traumparzelle ist steinig und staubig. Eine Halbinsel mitten im Rhein, das ist die Grafinsel. Ein alter Seitenarm des Flusses lädt ein zum Bötchenfahren und Planschen. Auf dieser Seite ist Platz für sogenannte Touristen. So heißen hier, leicht abschätzig, jene Camper, die nur für wenige Tage oder Wochen kommen. Meist junge Leute, häufig solche, die gerne etwas Party machen. Tom ist einer von drei Platzwarten. Es ist 21:30 abends. Schon heute Mittag war die Musik hier zu laut. Da hat Tom den jungen Campern kurzerhand den Strom abgedreht. Das sind ja, ich meine, die spielen sich natürlich jetzt besonders auf. Ja. Das wird gleich wieder ruhiger. Aber das ist natürlich dann für einige Zeitgenossen das Highlight des Tages. Ja. Die Anlage war für. Und? Ihr habt, aber gebt es auf, ihr habt es noch nicht geschafft, das kleine Zelt auszubeulen. Immer. Die Beulen sind immer drin. Ja, dann. Halt die Beste mal flach. Ja, mach sie flacher. Komm, wir sind davon raus. Wir sind nicht raus. Mach die Beste runter. Sonst müssen wir wieder die gleiche Aktion schalten wie heute Mittag. Hat euch nicht gefallen, oder? Seht ihr? Habt ihr ausgelernt? Haben wir ausgelernt. Habt ihr sie dann wieder so volle Nadel auf? Die höre ich wieder bis oben zur Pforte. Diesmal reicht die Drohung mit der Stromsperre. Die Stimmung bleibt gelassen, kein Stress für den Platzwart. Doch es gibt Ausnahmen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt und sich einige absolut da nicht belehren lassen oder frech werden, beleidigend werden, das hat man natürlich auch schon mal, dann kriegen die eine kleine Rechenaufgabe gestellt. 3 Packen minus 2 Packen gleich. Einpacken. Ja, irgendwo sind halt Grenzen. Und wenn die halt bis zum bestimmten Punkt nicht eingehalten werden, da müssen wir auch schon mal massiv durchgreifen. Das geht nicht anders. Den Tom kennt hier jeder. Seinen Nachnamen nicht, den behält er für sich. Auf dem Platz brauchen echte Camper eh nur Vornamen. Die Nachtruhe gilt erst in einer Stunde. Aber schon jetzt ist Tom vorbeugend tätig. Wollt ihr den ganzen Platz unterhalten, ne? Ja, hier. Hi, grüß euch. Ne? Es ist grenzwertig, du weißt doch. Die Nachbarn sollen nicht gestört werden. Ja, ein bisschen. Fährst du bitte mal etwas runter, dass wir keinen Stress kriegen. Sei gegrüßt, hallo. Der Platzwart grüßt, herzt, aber feiert nicht mit. Er hat wenig Zeit und außerdem ist er im Dienst. Jo, Tom. Muss ich euch doch noch mal besuchen hier. Dieses Jahr geht's los. Der Herausforderer. Dann sind wir mit los. Ja, sicher. Dann kann man schon mal Bescheid geben, dass man ein wenig herunterfährt. Ne? Ja. Grüßt euch. Hallo. Viel Spaß. Spätschicht bis in den Morgen. Wenn die Nächte kurz sind, ist der Arbeitstag auf dem Campingplatz besonders lang. Hey, Tom! Servus! Peter Buschitzki ist schon seit 30 Jahren hier.
Und seit 20 Jahren ist Lori immer an seiner Seite. Die fahrradfahrende Gelbstirn-Amazone ist auf dem Campingplatz bekannt wie ein bunter Hund. Der Papagei und sein Herrchen, Dauergäste auf der Grafinsel. Jedes Jahr vom Frühling bis zum Herbst. Kuchen fürs Patenkind und Nachbarskind und Schlagsahne für den Vogel, der frühestens in 20 Jahren den Löffel abgeben wird. Lori ist erst 40, hat bestimmt noch 20 glückliche Jahre vor sich. Peter und Marlies Wuschitzki sind kinderlos, aber sie haben ja Lori. Der Papagei ist anspruchsvoll. Ja, und auch Frauen mit so einer hellen Stimme, das kann saulich ab. Das ist auch so ein Ton, ein Urton. Ist das? Ja. Ja, da oben. Da oben ist ein Bussard. Ja. Oder sowas Ähnliches. Ich glaube eher, dass es ein Fischreier ist. Oder ein Fischreier, irgend sowas. Ja, da ist sie sofort, reagiert die sofort drauf. Und Frauen mag sie auch nicht? Nee. Ja, das weiß man nicht, womit das zusammenhängt, weiß ich auch nicht. Ja, der tut dir nichts. Brauchst du keine Bange haben. Große Vögel am Himmel und Frauen auf Erden. Damit hat die gefiederte Amazone so ihre Probleme, sagt Marlies Wuschitzki. Eifersüchtig ist sie. Inwiefern? Wenn mein Mann mich umarmt. Und manchmal nur so, aus höchster Dollerei. Dann sagt sie, oh. Einfach nur, oh. Der Vogel kann einfach nicht seinen Schnabel halten. Dann umarmen sich die beiden. Natürlich nur so, aus Jux und Dollerei. Mein Peter. Ja. War es doch gewesen. Weißt du. Haben es gehört, ne? Ja, sorry. Angerissen. Das ist der Rollrasen, auf den die Gottschlings lange gewartet haben. Das geht ja noch. Das ist Dreck pur, aber egal. Das geht ja noch. Machen wir jetzt Puzzlespiel. Oh Gott. Das ist super. Geht ratzfatz, geht schnell, schön, schön gewachsen auch. Muss ich nur gucken, dass ich auch richtig ankante. Ich glaube, nachher sieht man gar nichts mehr. Ups. Der Altenpfleger Hans-Bernd Gottschling verfügt gärtnerisch bestenfalls über ein solides Halbwissen. Und Sie wissen genau, wie das gemacht wird, ja? Nö. Ich mache es einfach. Ja, ich mache es einfach, aber kommt gut hin. Bei den neuen Dauercampern hat Sandra Gottschling stets das Große und Ganze im Blick. Ich habe da genauso wenig Plan von wie die Männer. Der soll nicht an dem Rasen reißen. Also sie hat mir jetzt noch hilfreiche Tipps gegeben, dass man halt 5 Tage braucht, bis der verwurzelt ist. Und dann muss der gemäht werden und dann soll man den 2-mal die Woche mähen. Ein schöner Rasen, das meint auch Nachbarshund Jack. Doch der hat jetzt da nichts zu suchen. Nee, der Jack, der rupft mir nämlich hier an eine Wiese und der geht jetzt wieder rein. Kaum ist der neue Rasen vor hündischen Wühlattacken gerettet, gibt es ein neues Problem. Hör mal, reicht das nicht? Ich glaube, das reicht nicht, wa? Der Rasen scheint zu kurz zu sein. Doch, das kriegen wir hin. Nee, die ist doch nicht so lang wie das ganze Stück. Mein Gott, das ist doch hier nur ein Stück da. Hier ist doch auch noch was drüber. Ja, hier müssen wir, das kommt dann hier rein, auch das Stück. Dann haben wir da oben das Große. Der Rest wird gesät. Das Augenmaß. Das ist Augenmaß. Nee, das lasse ich. Soll das, so, das sieht aber dann schief aus. Frauen sehen oft mehr als Männer. Was meinst du hier mit dem Rasen? Das hier. Lass das doch erstmal wachsen. Wie wachsen? Wenn es einmal am Boden, wenn es einmal wenn am Boden es richtig ist, gewachsen ist, dann wird das schon gerade. Meinst du? Ja. Schwerstarbeit zwischen Hecke und Wohnwagen. Platzwart Tom hilft Alfred Weinberger. Ein alter, vor Ewigkeiten abgesägter Baumstamm soll endlich von der Parzelle verschwinden. Alfred will heute groß aufräumen. Sein Nachbar hat leider jetzt keine Zeit zum Helfen. Denn gleich nebenan bei den Holinskis muss noch schnell was erledigt werden. Anita, die Hobby-Orgelspielerin, übt im ersten Vorzelt. Im Wohnwagen schuftet ihr Mann Klaus. Denn Anita hätte gerne genau hier ein neues Regal. Musik
Was wäre die Welt nur ohne Akkubohrer? Das dicke Ende für Alfred. Er hat beim Baumstamm die schwere Seite erwischt. Voilà. Und da kommt noch was dahinter. Ja. Alten Besen. Aua. Noch nie zuvor hat Alfred unter den Wohnwagen geschaut. Den hat er vor 3 Jahren vom Vorpächter übernommen. Mit allem, was drunter liegt. Das ist alles noch von dem Vorgänger. Jetzt muss ein Anker. Jetzt muss er alles so was hinterlassen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber den kann man schön als Deko verwenden vielleicht, ne? Den schmeißen wir nicht weg. Sagen wir mal Regenwasser. Ja, sowas ist alles unter Wohnwagen. Muss alle weg. Sich von einem rostigen Rad oder einer krummen Schaufel zu trennen, nicht leicht für Alfred. Schließlich kostet so etwas neu ja echtes Geld. Aber Nachbar Klaus als erfahrener Dauercamper hat ihn dann doch überzeugt. Oh, haben wir alles, ne? Es gibt auf der Grafinsel hohe, halbhohe und niedrige Hecken. Hecke ist wichtig. Man muss da was zu tun haben, sonst wird es doch langweilig. Hecke schneiden 4-5 Mal im Jahr, manche machen es auch 20 Mal im Jahr, aus Langeweile. Wie einer in meiner Nachbarschaft. Wenn die Hecke 2 Zentimeter wieder raussprießt, dann wird die Heckenschere geschliffen und dann geht's ran. Einweisen eines Gespanns auf eine leerstehende Parzelle. Tom weiß, wo es lang geht, deswegen nennen ihn hier die meisten nur Tom-Tom. Dass die Tür über dem Beton ist, sage ich jetzt mal. Ja, aber du hast hier direkt daneben die Hecke, dieses Stück Hecke. Schau mal, hier quer die. Da würde ich also an deiner Stelle noch ein Stück weiter zurückgehen. Ja, alles klar. Ja? Kommst du was weiter? Autofahren und vor allem Einparken ist bei Dauercampern ganz klar Männersache. Okay. Ja, hervorragend. Ja, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das Vorzelt hinstelle oder nicht. Ja, klar. Das ist doch wunderbar. Okay. Wäre genügend Platz. Ja, okay. Danke. Ja? Alles okay. Klar. Also jo. Bis später dann mal. Jo, ne? Dann schaue ich nachher nochmal vorbei. Jo. Erstmal frohes Schaffen mit dem Aufbauen. Ach ja, danke. Ja, stell das mal nur grob hin, dann hole ich die Frau, dass sie auch erstmal schön sauber machen kann. Erstmal das Nest bauen, ja. Ja, genau. Alles ist geregelt. Die Campingplatzverordnung ist Gesetz. Und doch fühlt sich hier keiner unfrei. Bestimmte Regeln gibt es überall. Also es ist längst nicht so, wie man das teilweise hört von diversen Schrebergärten oder so. Da muss es ja wohl teilweise entsetzlich zugehen. Das ist ja nur noch Regelwerk und relativ wenig Freiheit, was man da so teilweise schon mal in den Medien hört oder halt in den Printmedien schon mal liest. Was da so abgeht, da ist es meines Erachtens doch hier wesentlich freier. Aha, da haben wir wieder einen Falschparker erwischt. Oder gehört der dazu? Ja, der gehört, glaube ich, dazu. Eine der wichtigsten Regeln auf der Grafinsel, Schrittgeschwindigkeit für Autos. Somit wenig Gefahr für spielende Kinder. Wer sich Lori zu sehr nähert, der ist selbst schuld. Die Gelbstirn-Amazone in der Parzelle am Drosselweg ist heute schlecht drauf. Dabei will uns Peter Buschitzki nur erklären, warum er als Rentner hier gleich 2 Wohnwagen stehen hat. Der Vogel ist etwas biestig, meinst du? Ja, der kann das nicht haben. Der kann das nicht haben. Was haben wir? Ja, das ist der Wohnwagen, da fahren wir mit nach Neuherrlinger Sihl und zur Nordsee, sagen wir überhaupt zur Nordsee, in Urlaub immer mit. Also. Ne? Und der steht fest. Der Wohnwagen. Seit 20 Jahren. Den kann man nicht mehr ziehen. Dauerurlaub auf der Grafinsel und zwischendurch Kurzurlaub an der Nordsee. So lässt es sich aushalten. Aber es gibt nicht nur Sonnenschein. Peter Buschitzki führt uns zur Gedenkstätte für verstorbene Dauercamper. So, das ist unser Denkmal. Wenn man verstirbt und man kommt in den ewigen Campingplatz im Himmel. Da treffen wir uns dann alle wieder. Ne? Da sind auch einige, die ich schon gut gekannt habe. Stilles Gedenken an verstorbene Stammgäste der Grafinsel, die für immer zum großen Campingplatz abberufen wurden.
Es sind ja auch schon welche hier verstorben, ne? Auf dem Platz auch. Ne? Das hört man ja dann tatütata. Und dann weiß man ja sofort, was los ist. Ne? Das sind natürlich unangenehme Sachen, ne? Aber ist nun mal, gehört zum Leben. Ne? Gemeinsam mit Lori wollen die Wuschitzkis noch lange campen. Erst wenn es im Alter wirklich nicht mehr geht, dann werden sie hier einpacken. Aber das kann ruhig noch etwas dauern. Hallo. Mir deuchte, da wären bauliche Aktivitäten. Grüßt euch. Hallo. Manchmal hat Platzwart Tom den Eindruck, als ob der halbe Platz nur darauf wartet, dass er vorbeikommt. Problemchen gibt es überall. Hallo! Grüß dich. Meine Grundsatz, sei gegrüßt. Meine Grundsatzfrage. Wenn ich eine Verstopfung habe, egal von Wasser oder von der Toilette, Wasser, muss ich das bezahlen? Es ist so, unser Anschluss, also unser Zuständigkeitsbereich ist bis zur Parzelle. Bis zur Parzelle? Das Wasser, die Wasserversorgung so, ja. Und den Anschluss fürs Abwasser. Bis zur Parzelle, bis zu dem Punkt, bis zum Übergabepunkt. Ja. Was danach ist, obliegt halt dann dem jeweiligen Pächter. Na? Also das heißt, wenn man dort irgendwelche Probleme hat, kann man das jetzt, wenn ihr irgendwie Verstopfung habt, mit einer Spirale versuchen, ob ihr das frei bekommt. Aber grundsätzlich sagen wir, ist es leider so, ne, dass man dann das aus eigener Tasche beraffen muss. Alles klar. Ne? Ja? Okay, gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja. Ja. So, siehst du wohl. Und weiter geht's. Tschüss. Die ersten Tage auf der neuen Parzelle sind rum. Sandra Gottschling und die beiden Söhne haben sich gut eingelebt. Eigentlich sieht sie die beiden Buben kaum. Kinder sind hier meist selbstständig unterwegs. Spielen kann man überall. Die stehen auf, frühstücken und dann schnappen die sich Fahrräder und sind weg. Kommen nur zum Platz, wenn sie Hunger oder Durst haben. Und doch, also ist okay. Schöner. Zu Hause ist anders. Aber hier ist Freiheit. Hier ist Freiheit. Für Kinder ja. Man muss dafür geboren sein, glaube ich. Man muss Spaß daran haben. Wenn man keinen Spaß daran hat, dann bringt es nichts. Dann bringt es gar nichts. Dann hat man, rennt man jeden Tag mit so einem Gesicht rum, doofes Camping. Und nö. Also ich fühle mich hier wohl. Hätte ich nie von mir gedacht, dass mir Campen mal so einen Spaß machen würde, aber ich möchte es nicht mehr missen. Sandra fehlt zum kompletten Dauercamperglück noch ein eigenes Dusch- und Toilettenhäuschen auf der Parzelle. Guten Tag. Die genauen Bauvorschriften soll es hier bei der Platzverwaltung geben. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar möchten wir Ende des Jahres unser Toilettenhäuschen bauen. Die Maße müsste ich einmal haben, wie weit ich bauen darf. So ein Toilettenhäuschen kann man schließlich nicht einfach Pi mal Daumen bauen. Gut, 2,50 Meter hoch. Genau. Ein Fixpunkt im Leben eines jeden Campers ist das gemeinsame Grillen. Anita und Klaus Olinski sind mit Alfred Weinberger und Freundin Andrea Davis auf der Suche nach Grillgut. Nur gut, dass die Grafinsel einen eigenen großen Supermarkt hat. Das sorgt allgemein für ständige Grillbereitschaft. Nee, das nicht. Die Anzünder brauchen wir. Ja. Wo sind die denn? Kohleanzünder, hier. Und auch günstig, ne? Ja. 99 Cent. Ja, dann guck mal, was da für Zutaten sind. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt stark gewürzt ist oder nicht so stark. Ja, eigentlich nicht. Farbstoffe, ja. Ja. Branntweinessig, Säuremittel, Senf, Verdickungsmittel, Konservierungsstoffe. Mhm. Was haben Aber wir denn hier? Hat ja keiner von uns eine Allergie, oder? Eigentlich nicht, nein. Dann müssen wir noch. Ist egal, welche Farbe, Anita? Was mag der Klaus denn hier? Sind ja drei verschiedene. Ja, nee, hier gibt es auch mit Gelb. Ne? Hier ist, ich glaube, er mag eigentlich alles. Ne? Mann, Alfred, du, da ist aber eine Kiste voll. Beim Kauf von Grillkohle achten Experten auf sämtliche Details. Ich weiß nicht. Beste Qualität. Oder wie teuer ist das?
Ah, 2,59 € für 2,5 Kilo und die Briketts? 2,59 €. Das genau ist ja gleich. Preis. Ja. Was denn jetzt? Diese? Ja, von mir aus, dann kann ich ja mal ausprobieren, wie das damit schmeckt, ne? Ja, nehmen wir den Briketts, ne? Ja, dann nehmen wir Briketts. Alles klar. Warte, ich nehme ihn so. Ob die Briketts wirklich eine gute Wahl sind, das wird sich bald noch herausstellen. Ja, Walfried. Ja, geht. Geht alles klar? Wie man möglichst schnell und preiswert ein Dusch- und Toilettenhäuschen bauen kann, das will Sandra Gottschling hier erfahren. Die Parzelle der Familie Grabowski aus Mülheim an der Ruhr. Hallo. Hi. Oh, hi. Alles klar? Ja, und selbst? Andreas Grabowski baut gerade sein neues Klohäuschen mit tatkräftiger Hilfe von Nachbarn und Freunden. Wer sich hier eine Hütte komplett neu machen lässt und keine Eigeninitiative, sag mal, mit so reinbringt, es wird sehr teuer. Es wird sehr teuer. Wir untereinander. Okay, wir helfen uns alle untereinander hier, ne? Also, sag mal, da wäscht eine Hand die andere. Bei uns ist es eben so, wenn er Hilfe braucht, bin ich da, ich brauche Hilfe, dann ist er da. Aber ist nicht nur bei ihm, ist, ich sag mal, bei vielen Leuten hier so, ne? Ich weiß noch nicht drauf. Wie man was richtig baut, das lernt hier fast jeder. Andreas Grabowski spricht Sandra Mut zu. Er kennt ihre Parzellennachbarn, die werden ihr schon helfen. So ein Häuschen kann man für etwas über 1.000 € bauen. Viel Geld für Sandra und ihre Familie. Aber doch deutlich weniger, als sie anfangs befürchtet hat. Das werden sie auch noch schaffen. Es sind Gäste angesagt. Überall knurren schon die Mägen und das nicht ohne Grund. Schwarzer Rauch, wie bei der Papstwahl. Es kann noch dauern. Einfach verstreuen? Ja, einfach verstreuen. Also ich habe schon gemacht, aber das ist eigentlich reichlich schief gegangen, ne? Ehrlich? Also ich musste das bestimmt dann 3 oder 4 Mal nochmal anmachen, ne? Weil er dann nicht richtig aufgeteilt war mit dem Feuer, ne? Und dann geht das Feuer schon wieder aus. Statt saftiger Würste nur trockene Sprüche. Die riechen so unheimlich, die Eierbrust. Ja, aber da muss ja auf die Verpackung draufstehen, oder nicht? Ja, lest mal, was steht da? Holzkohle, Grillpikett. Und wieso haben wir jetzt Eierkohle? Das ist doch nicht trocken. Dann kriegt Klaus Holinski einen Föhn. Das Grillen entwickelt sich zum Hightech-Manöver. Der ehemalige Bergmann aus Dorsten und der Möbelverkäufer aus Oberhausen. Zwei Meister der Improvisation. Sehr schön. Ist ja wie ein Lagerfeuer fast. Camping auf der Insel, das heißt Arbeit satt, Urlaub satt. Hungern muss hier keiner.